Oh, Alter, was geht ab, Leute, haben wir aus Parsing. Und hier haben wir ihn. Einen glücklichen mit einem EX Raid Pass. Ja. Ja. Zeig mal für die Kamera. Ja, warte. Heute ist es soweit. Ich habe leider keinen, aber ich bin ein Beobachter. So ungefähr 10 oder so. Zeig euch natürlich, was abgeht. Ja, dann nur noch fangen, ne? Machst du schon? Naja. Wenn mehr Dragonier gespawnt zum Üben, wäre cool gewesen, aber so ist dann blöd. So. Ich habe eine Aufgabe. Ich werde diese Arena gelb machen. Für meine gelben Freunde, die auch einen EX-Raid Pass haben. Muss mal schauen, welche Farbe diese Arena hat. Dann können wir uns ja noch unterstützen. Also es wird ja sehr schwierig werden, da irgendwas zu tun. Nein. Das wäre natürlich für alle, dass ihr einfach mal neutral bleibt. Das wäre echt geil. Ich mach das schon. So, ich kämpfe immer noch, ich gebe nicht auf. Zerstör die gute Arena. Auf jeden Fall mein Freund gekommen, der Manager hier von Parsing, hat uns ein paar Insider-Informationen erzählt. Weiß gar nicht, ob ich die sagen soll. Naja, hau raus. Weiß nicht, ob ich ihm das glauben kann. Das klingt ganz komisch. Es war irgendwie ein Versehen, dass das hier ist. Eigentlich sollte das nur in Berlin erstmal stattfinden. Und irgendwie wurden nur 100 Einladungen verschickt, ganz Deutschland, glaube ich, oder München? Ich glaube München, weil über Deutschland hat er keine Information. Aber haben so viele Leute hier einen Raid gemacht, 100 Leute. Schauen wir mal. Die Gruppe steht aus 151 Leuten. Okay, also er hatte auf jeden Fall viele Informationen. Das ist gut zu wissen, also demnächst setze ich mich mal mehr in Kontakt mit ihm. Dann habe ich hier ein paar Insider-Infos. Geld ist so, um 19 Uhr soll es starten. Wenn der noch kommt, das Ei ist schon da. Roland ist gelb. Nicky ist gelb. Geh ins Spiel, Mann. Geh ins Spiel. Achso. Oh mein Gott. Also die mit Einladung sehen angeblich das Ei und die ohne nicht. Sag mal kurz. Warte. Ja, ich warte. Kannst du noch Stunden handeln? Nee? Alter, was ist bei dir? Du hast kaputt gemacht. Ja, jetzt ist es soweit. Und nochmal neu starten. Ja, das ist es doch. So. Bam, da seht ihr das Ei. Da seht ihr kein Ei. Da seht ihr ein Ei. Der YouTuber-Bonus. Schauen wir mal. Ne, jetzt geht es sicher weg schon. Ja, schau. Verpackt. Oh ja, schau jetzt. Bam. Kann ich wieder angreifen. So, es geht gleich los. Die Leute versammeln sich. Langsam wird's voller. Jeder sucht seine Teamfarbe. Und
so. Gehen wir mal zum Anführer der Gelben. Mein Gott, der Weg wird versperrt. Leiden. Mein Gott, du bist nicht in der App drin. Erstmal neu starten, muss laufen. Sind wir jetzt mehr als 20? Das weiß ich nicht. Das wäre richtig bitter. So, ihr geht eh in Gruppen rein. Ja, aber wir sind alle gelb. Anscheinend sind mehr als 20 Gelbe, was? Hat irgendjemand hier gerade behauptet? Die gelbe Invasion, was? Das wäre so bitter. Bestes Team. Das wäre so bitter, wenn wir mehr als 20 Gelbe sind. Schauen wir mal. Ich bin spannend, 10 Sekunden noch. Ob der Tauchs gehört oder nicht? Ja. Tauchs ist geflüchtet, kann ja, ich nicht sagen. Ja, das ist schon mal weg. Das kann schon mal nicht sein. Oh mein Gott. Das ist Mewtwo. Okay, das ist aber nicht viel Hype. Das ist aber nicht viel Hype. Hallo, das ist Mewtwo, boah! So! Mann, das ist ja gar kein Hentai. Leute, das ist ja geschlossen. Schade. So, endlich haben wir die Routen gefunden. Doch nicht so wenige, wie ich dachte. Hat Ingo gut organisiert. Er hat gar nichts organisiert. Ja, das macht halt ein Anführer. Einfach nur da sitzt. Logisch! Ah, wir haben... Hallo Hong! Hi! So. Oh mein Gott, was war gut? 2256 ist Max, ist 100%, glaube ich. 75. 275. 10k, keine besonderen Items. Ich bin enttäuscht. 10 Bälle hat der Kollege. Oh mein Gott, das ist gut. 2264. Schauen wir uns seine Leiden an. Adri, 2240. Sehr schön. 2250. Oh, ist doch ein starkes, ey. Leck mir am Arsch, ey. Das ist ein 96er. Ja, weg. Ich hab's gedacht, First Try! First Try! Ja, komm! Er hat's! First Try! Fabelhaft! Oh, Jakob, nicht schlecht! Scheiße! Yes! Yes! Nice! Ja! Yeah. Gleich auf Max. Wie viel PR hat's bei dir? 2264. Ja! Unglaublich! Was los? Da ist noch jemand zu spät gekommen. Wie immer. Das ist jedes Mal dasselbe. Was ist da los? Ja. Wir sind jetzt 9 Leute. Ich dachte, die Runden werden mehr. Wir sind auch in der Gruppe, in 2 Gruppen. Ah, okay. Die zweite Gruppe steht da drüben. Und die sind schon. Wir haben es alles wieder. Sollen wir gehen jetzt? Okay, cool. Ist der
schwierig zu fangen. Auf geht's. Sagen wir so, mein Handy hat wieder gesponnen und es hat trotzdem funktioniert. Okay. Was kannst du da, Mann? Geomats. Ich habe nichts Besonderes ausgewählt. Ich bin einfach mit dem, was er automatisch gewählt hat, um nicht zu riskieren, dass ich nochmal rausfalle oder aha, so. Verstehe. Netzstörung. Alles klar. Bei neuen Leuten ist es sowieso zu schaffen. Ja, mit was zu wenig ist. Eigentlich. Ein Taubus hätte auch gereicht. Er macht eine Attacke. Das Wichtige, sag ich jetzt mal, ist nur das Fangen. Geleckt hat, oh Scheiße. Das leckt übelst. So, zum Abschluss haben wir hier noch den Leidenden. Den Leidenden, ja. Aber wir haben ihn gesehen schon mal. Hat ihn nicht bekommen. Er hat, leider. Wie viele goldene Bären hattest du? Er hat es verdient. Fünf, ja. Und beim Muturate? Aber Sana-Bären habe ich jetzt viele gehabt. Wie viele hast du beim Muturate bekommen? Null. Und 15 Supertränke und 15 Beleber. Oh, schade. Sonderbonbons. Nee, ich Mann. Echt leidend. Ich leide mit dir. Okay. Du musst. Hm. Passiert, ja. Aber der nächste. Nur sehr wenige, die den nicht gefangen haben. Ich will besonders schauen, wenige, die es nicht bekommen haben. So ist es. So, das war's. Erster Muturate in München, Pasinger Kaden, direkt am Brunnen. Dort gibt es zwei gesponserte Arenen. Als ich da hingekommen bin, gab es einen Carpador-Raid bei der anderen Arena. Viele haben den gemacht in der Hoffnung, dass der nächste EAX-Raid dort stattfinden wird. Ich bin gespannt. Als Mewtwo geschlüpft ist, war wenig Hype, aber dann, nachdem der besiegt wurde und jeder ihn fangen musste, dann wurde es ein bisschen Hype. Wie gesagt, der Manager von Parsing, mit dem ich Kontakt habe, hatte da ein paar echte gute Informationen. Mit dem werde ich mich auf jeden Fall noch in Kontakt setzen und dann habe ich da vielleicht mehr Insider-Informationen und bin beim nächsten EX Mewtwo Raid auch mit dabei. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch schon einen gemacht habt oder Leute kennt, die einen gemacht haben. Und Shoutout an Julian, der einen 96er direkt bekommen hat beim ersten Mal und danke dafür, dass er das aufgenommen hat. Und Shoutout an Max, der Leidende, der ihn leider nicht bekommen hat. Also das war's, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.